Ein Bollwerk auf einem 619 Meter hohen Felsen. Burg Bernstein. Das im 13. Jahrhundert erstmals als ungarische Grenzburg erwähnte Gebäude wird heute als Hotel geführt. Seit 1892 ist es im Besitz der alten ungarischen Adelsfamilie Almasy. Dass auch der heutige Besitzer Erasmus Almasy die Burg von seinen Eltern übernimmt, er lebt hier gemeinsam mit seiner Frau Johanna, war ursprünglich nicht Teil seiner Lebensplanung. Ich habe natürlich gewusst, es kommt vielleicht auf mich zu. Ich habe aber in Wien studiert und eigentlich so lange hinausgezögert, bis meine Mutter dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt in Pension, wie schaut's aus, übernimmt das jetzt jemand oder nicht? Weil wenn nicht, dann müssen wir es zusperren und verkaufen. Und das wollte dann aber keiner von uns. Also meine Schwester und ich haben sofort gesagt, nein, hier, wir übernehmen das, weil man kann dieses Haus nicht für ein Jahr oder so zusperren. Das muss ein kontinuierlicher Verlauf sein. Seine Leidenschaft galt zuvor der technischen Physik. Ich glaube, ich wollte auch einfach etwas studieren, was mit dem Ganzen hier überhaupt nichts zu tun hat. Und von dem Ganzen wegkommen und irgendwo hin, wo mich niemand kennt und wo keiner weiß, dass ich auf einer Burg wohne. Und das hat mit technischer Physik wunderbar funktioniert, weil meine ganzen Freunde, das waren absolute Nerds, ich auch. Und es hat sich keiner dafür interessiert, wo man herkommt und wo man wohnt. So ist Erasmus Almasy seit 2019 Hotelier, der seinen Gästen eine Oase der Ruhe bieten will. Diese sorgen nicht nur für das wirtschaftliche Auslangen des Hauses, sie bereichern seit Mitte der 1950er Jahre auch das Leben seiner Familie auf der Burg. Ich finde es auch sehr schön, weil die Familie ist ja gar nicht groß genug, um dieses Haus allein zu bewohnen. Und wenn dann diese ganzen Räumlichkeiten leer stehen, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also ich mag es wirklich sehr gern, wenn das Haus mit Leben gefüllt wird und ich sehe das auch als Teil meiner Aufgabe. Zahlreiche Sagen ranken sich um Burg Bernstein. So auch jene um die sogenannte Weiße Frau, deren Geist noch heute hier hausen soll, wie die Mutter des Burgherrn Andrea Almasy betont. Die Geschichte mit dem Gespenst ist sehr alt. Das ist aus dem 14. bis 15. Jahrhundert eine Katharina Frescobaldi, die hier Hausfrau war und angeblich von ihrem Mann ermordet worden ist und hier eingemauert ist. Immer wieder erscheint sie und warnt die Hausbesitzer vor irgendwelchen Unglücken. Man sagt also, das Gespenst halte seine schützende Hand über die Gemäuer von Burg Bernstein. Hat es auch seine Finger im Spiel, als das Haus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der russischen Armee weitgehend verschont geblieben ist? Das war der große Mut meines Großvaters. Der hat gewusst, es kommen die Russen und die Besatzung. Er war aus dem Ersten Weltkrieg schon kriegsversehrt und seine Frau hatte Kinderlähmung. Da hat er gesagt, wie weit kommen wir, wenn wir jetzt flüchten? Wir bleiben hier in Bernstein. Und hat dann alle Waffen aus dem Hause entfernt. Es gab keinen Alkohol, es gab keine verschlossenen Türen. Und wie die Russen gekommen sind, hat er sich vor das Tor gestellt und hat gesagt, es wäre doch zu schade, wenn dieses Haus jetzt kaputt wird. Das ist doch ein historisches Gebäude und es ist eigentlich ein Museum. Dann haben die Russen gesagt, ach, das ist ein Museum, bitte durchführen. Haben sie alles angeschaut, sie haben nichts zerstört und haben dann meine Großmutter gefunden in einem Zimmer, haben sie aus dem Rollstuhl rausgehoben und haben dann gemerkt, dass sie wirklich krank ist und davor hatten sie Angst. So haben sie die Burg verlassen. Dann haben sie gehört, es gibt ein Gespenst hier im Haus, die Weiße Frau. Und es hat nie ein Russe hier im Haus übernachtet. Niemand geringerer als der Burgherr selbst führt seine Gäste in den Sommermonaten durch die geschichtsträchtigen Räume von Burg Bernstein. In diesem Stiegenhaus sehen wir sämtliche Vorbesitzer der Burg und in den letzten 800 Jahren waren das doch einige. Immer das Familienwappen ist hier dargestellt. Wenn man ganz an die Decke schaut, dann sieht man noch drei Einschusslöcher. Die stammen aus der russischen Besatzungszeit, was natürlich eine ganz schwere Phase für meine Familie gewesen ist. Musik.
Und hier ist unser Wappen, das Wappen der Familie Almaschi. Das Einhorn ist das edelste aller Tiere und steht für das Gute. Und wenn ich hier in diesem Stiegenhaus stehe und die ganzen anderen Familien sehe, die hier schon mal die Burg besessen haben, dann wird mir immer sehr bewusst, dass meine Familie wahrscheinlich nicht die letzte sein wird, die Burg Bernstein in Besitz hat. Also irgendwann wird dieses Wappen auch nach links wandern und die nächste Familie wird dann hier ihr Wappen aufhängen. Ich kann nur hoffen, dass das nicht in meiner Zeit passieren wird. Im Laufe seiner Burgführung wird diese mehr und mehr zur Familiensache. Die Almaschis, die waren auch ein sehr aufmüpfiges Volk, die haben Revolutionen angezettelt und haben auch gegen die Habsburger gekämpft und deswegen ist ihnen auch der Titel aberkannt worden. Nicht unbedingt zum Nachteil, die haben dann einfach ihr Geld in Expeditionen gesteckt, haben weite Reisen gemacht, waren Abenteurer, Glücksritter, Kartografen, Ornithologen und konnten so die ganze Welt bereisen. Er war sicherlich einer meiner bekanntesten Vorfahren, Ladislaus Almaschi, dessen Leben eben Vorbild war für den Film Der englische Patient, der damals 9 Oscars bekommen hat. Ladislaus war aber tatsächlich Flugpionier, war in Afrika unterwegs. Hier ist ein Modell von seinem Flugzeug und ihm zu Ehren haben wir auf unseren allerbesten Weinen auch ein kleines Flugzeug auf dem Etikett. Die Almaschis haben Burg Bernstein in die Moderne geführt. Ein Teil der Anlage, der einst unerlässlich für das Leben auf der Burg war, hat seine Bedeutung verloren. Auf dieser Bastion steht unser alter Brunnen. Der ist ungefähr 1520 herum in Auftrag gegeben worden, und zwar von der Familie Königsberg. In den 1890er Jahren hat meine Familie hier eine Wasserleitung bauen lassen und seitdem ist der Brunnen nicht mehr in Verwendung. Früher war es aber die Mutprobe der Dorfjugend, hier über diesen Brunnen zu klettern, und hat geschaut, wer sich am weitesten drüber traut. Das haben wir natürlich abgedreht, sobald wir Wind davon bekommen haben. Neue Ideen auf Burg Bernstein hat Johanna Almaschi eingebracht. Als Burgherrin würde sie sich nicht bezeichnen. Es hat sich ja für mich persönlich jetzt wenig verändert. Ich habe immer noch meinen normalen 20-Stunden-Job nebenher, neben der Burg, und versuche auch, ja, mir treu zu bleiben und jetzt nicht nur Burgherrin zu sein, sondern hauptsächlich Biologin. Sie bringt den Gästen das sensible Ökosystem des ältesten Felsengartens des Burgenlandes näher. Also das hier ist jetzt eine blauflügelige Ödlandschrecke. Die fühlt sich besonders wohl in unserem Felsengarten. Sie braucht offenen Steinboden, um hier längerfristig auch leben zu können. Mir ist vor allem auch wichtig zu zeigen, wie man einen Garten pflegen kann, sodass er zwar schön ausschaut, aber immer noch sehr viel Platz für Insekten bietet. Wir haben zum Beispiel sehr viele wilde Ecken, die das ganze Jahr über und auch im Winter so stehen gelassen werden und quasi für sich naturbelassen bleiben.